Willkommen zu einer neuen Session von Fallout 3. Wir müssen immer noch einen Weg in den Vault 87 finden. Vielleicht müssen wir jetzt einfach nochmal mit dem Bürgermeister sprechen. Da ist er ja. Ein Glück. Was ist jetzt schon wieder, Mungo? Dort ist es nicht sicher. Nicht mal für jemanden, der so mutig ist wie Sie. Da gibt es Monster. Dann kennst du den Weg dorthin? Ja, ich kenne den Weg. Man muss über den Mörderpass. Nicht wirklich eine sichere Strecke, aber die einzige Tür, die funktioniert. Ist es der einzige Weg? Das ist der einzige Weg, der funktioniert, ja. Die andere Tür war schon kaputt, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Der Computer ist im Eimer und sogar Joseph kann ihn nicht reparieren. Wo finde ich Joseph? Ich bin der Bürgermeister und kein Babysitter, Mungo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er da hinten bei der Tür. Null Ahnung. Ich möchte gerne über den Mörderpass zu Vault 87. Sind Sie sicher? Da drin ist es wirklich schlimm. Nicht mal ich gehe gern dort rein, obwohl ich echt Mumm habe. Ja, ich bin sicher. Okay, wenn Sie meinen. Na los, gehen wir das Tor für Sie öffnen, Mungo. Gut. Bevor wir da ewig noch die andere Tür suchen müssen. Wo ist die Wache? Ach, da. Na denn? Ab in den Vault. Hallo. Oh! Kommen wir da überhaupt gar nicht rein? Zwei Wege, das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Okay, hier sind wir definitiv schon mal richtig. Jetzt gehe ich aber nochmal hier lang. Scheinbar geht es da wieder zur Brücke. Wir sind zu dir.
läuft. Ob das alles Kinder sind? Das ist definitiv die Brücke. Da geht's ja auch noch lang. Auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier lang zu gehen. Wobei ich auch gerne wissen würde, wie der andere Weg aussieht. So, reparieren wir gleich mal unser Gewehr. Wo geht's denn da oben noch hin? Nirgendwo, toll, verarsche.
der Eingang. Was können wir denn mal nehmen? Zank. Falsch um 1 erhöht und wir haben da noch ein Buch da. Große Wachen um 1 erhöht. Oh oh. Habe ich mal wieder eine Falle ausgelöst. Hm, ich dachte, wir sind schon im Vault drin. Ganz knapp. Oh doch. Level erhöht. So, Sprengstoff natürlich. Große Waffen können wir jetzt auch mal erhöhen. Und die Energiewaffen. Bei den anderen bin ich mir so unsicher, weil das wird nach und nach eh besser, glaube ich. Machen wir noch reparieren auf 85. Weil hier falschen irgendwo auch noch mal erhöhen. So, und jetzt gab es noch wieder mehr Entdecker. Haben wir alle Orte, das wäre natürlich geil. Das nehmen wir, glaube ich, auch. Die Suche nach dem Garten Eden und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.